Sergej! Habt ihr meinen Sergej gesehen? Letzte Nacht wurde noch eine Patrouille angegriffen. Das Krankenhaus ist voll. Scheiße. Mami, müssen wir noch lange bleiben? Wir müssen die Ordnung aufrechterhalten. Was ist mit Alexei? Er war am Außenposten. Petro. Alexei war dabei. Hat ihn jemand mein gesehen? Mein Bruder ist im Krankenhaus. Ah, du bist es. Der Arzt hat nichts gesagt. Komm herein, Alex. Alex. Hallo, Artyom. Ich verstehe. Aber bleiben Sie... Wie geht es den Verwundeten? Ach, keine große Verbesserung. Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Sie machen einem das Gehirn kaputt. Und früher oder später führt das zum Tod. Komme nicht dran! Ich komme nicht... Nein! Nein, bleiben Sie von mir weg! Zum Teufel! Wer kann das sein? Mutter, es ist Hunter. Klopfe nicht an! Öffne das verdammte Tor! Okay. Willkommen, Hunter! Danke, und jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Also, Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Nicht viel. Das meiste ist von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen. Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musste ich an dich denken. Gib mir was. Das sind keine was? Normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Die Schwarzen Eindringlinge im Hauptluftschacht. Sie kommen von oben. Was war das? Scheiße, das hat uns noch gefehlt. Hier, direkt hinter der Wand sind Verwundete. Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Artyom, Rudi, stell eine Waffe. Waffe? Waffe? Wo denn? Hier etwa? Artyom, hol dir eine Waffe. Ja. Ja. Verdammt, so weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen. Ah. Es ist das Krankenhaus. Sie... Tasten 1, Oder mit einem Mausrad zum Auswählen. Ach so, Mausrad und. Okay. Ein Messer steht Ihnen immer zur Verfügung. Eins. Nutzen Sie es, wenn Ihnen die Munition mal ausgeht. Die riechen das Blut. Gut, also zack, zack, zack. Gut. Oh. Geil. Hä? Noch irgendwo jemand? Ich bin so ein schlechter Schütze, glaubt mir. Boah, da! Weg mit mir. Aber wie wär's mit dem... Wo schießt der denn hin? Uah! Uah, wo kommt der denn her? Ups. Hilfe. Boah, ich bin immer zu langsam, habe ich das Gefühl. Zieh nach.
Oh, gib mir eine andere Waffe, bitte. Nein! Waps! Hilfe! Wow! Nachladen! Treffe ich die überhaupt mal? Artyom, bist du okay? Natürlich ist er das. Unkraut vergeht nicht. Gut. Oder nicht gut, je nachdem. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnelmist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosalis auch wie Ratten geflohen. Die sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus, der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe, mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Die Schwarzen! Sie haben den äußeren Wachposten zerstört! Geil. Weiß der Teufel, was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polizeistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlasse mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis! Verstehst du? Okay. Scheinbar haben wir hier richtige Probleme. Hunter war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung, schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey, Artyom, vergiss nichts. Отстоц перевертоться, бабушка, здорово! Отстоц перевертоться, кушает компот! Ein paar Magazine mit Militärmunition, die Qualität nicht. Okay. Also wir... Oh, ich komme hier gar nicht zum Reden. Das ist so scheiße, ne? Ah, gut. Also wenn ich M drücke... Cool. Und damit kann ich mein Feuerzeug. Das ist doch mal schön. Okay. Tut mir leid, Artyom. Dieser Teil der Station ist vorübergehend gesperrt. Nur die Wachen dürfen durch. Das ist wahrscheinlich... Tut mir leid, ich kann dich nicht durchlassen. Musik. Das ist wahrscheinlich... Wo hast du die Kassette her? Habe sie für eine Tonne Munition von einem Ranger bekommen.
Bist du sicher, dass du es nicht bereust? Ich habe die Nase voll von diesem Mist. Warum gebe ich mich damit ab? Mama hat gesagt, ich soll mich von dir fernhalten. Und dass du mir nicht gut tust. Dann mal etwas anderes. Wie wäre es mit... Ich weiß. Wie wäre es mit einem Haus, wo du mit deiner Mama und deinem Papa leben möchtest? Oh, komm schon. Ein Haus? Ein großes? Und wenn deine Mama zurückkommt... Okay. Yes, sie freut sich. Das wird eine Scheiße. Tolle und da kommt der große Typ also rüber und sagt... Ich habe Baby, geträumt, ich wenn meine wieder Frau an der so kochen könnte wie du, wäre ich der glücklichste Mann der Welt. Also frage ich ihn, kann deine Frau denn überhaupt kochen? Und er sagt, eigentlich bin ich gar nicht verheiratet. Wie süß. Na, dann mal los, Mädchen. Okay. Also, wir sind wohl wirklich in dieser U-Bahn-Station. Dreck. Nur Dreck. Leute sind Dreck. Wusstest du das? Lügner, Heuchler, Verräter, überall. Ich bin Dreck? Na, dann bist du scheiße, okay? Pass auf, wenn du redest. Läufst herum und hinterlässt nur dreckige Fußspuren und scherst dich nicht drum, wer hinter dir alles sauber machen muss. Ihr klingt wie meine Mutter. Dem Abkommen nach lösen unsere Stationen dann Probleme beim Handel, der Kommunikation, den Ressourcen und so weiter gemeinsam. Okay, Papa. Tut mir leid. Okay, hier gibt es ziemlich vielen geilen Scheiß. Das ist ein richtiger Helm für Sie. Hier, da ist auch nicht schlecht. Aber der ist genau richtig. Hey, fang mich doch. Es gibt eine Stadt. Ah, in der ganzen Metrostation finden sich Händler. Das ist doch schön. Ja. Nicht schlecht. Wachen ist Ihr Leben für Sie so wertlos? Na gut, und andere aber Ihre gute Waffen, werfen Sie Ihren Schrott weg. Der ist für Babys. Ausgezeichnete Wahl. Revolver mit definitiv besser als Ihre. Dieses Ding ist fünfmal besser als Ihre Spielzeugwaffe. Ausgezeichnete Wahl. Gute Waffe. Boah, wie viel hier einfach nur rumreden. Ich nehme mal. Nein. Damit niemand den Nebel verloren ging. Wie Sie wollen. Eine gute Waffe ist der beste Partner. Ein Heilmittel für Scheiße. Sie haben nicht genug. Wie Sie wollen. Wir gingen los. Gute Waffen machen einen guten Soldaten aus. Wir riefen nach ihm. Nichts. Okay, hier gibt es ziemlich viele Sachen. Ah. Diese gute Deal. Du säufst, als ob es kein Morgen gibt. Und es wird keins geben, wenn du deinen Hintern nicht nach Hause bringst. Warte mal, 5095. Ah, man kann also die tauschen und die kann man tauschen. Kaufen. Dieses Kaliber haben sie nicht. Okay. Boah. Guter Deal. Ich habe alles verloren. Hi, Artyom. Artyom, wo ist deine Ausrüstung? Geh zur Waffenkammer und lass dich ausrüsten. Das Buch morgen zurück, okay? Gut. Habe es noch nicht durch. Hallo, Artyom. Okay. Hallo, Artyom. Brauchst du ein paar Waffen? Okay, schauen wir mal. Maschinenpistole, Kaliber 5,45, in der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Nutze kurze Feuerstöße, Artyom, und verschaff dir auch etwas Munition. Hier ist ein Universalladegerät, damit...